Hallo meine lieben Freunde, ich bin... Willst du da weitermachen, wo du aufgehört Ich bin... Hast? Hallo Nasenbär. Genau der. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu und das Tiger-Team. So ein Mist, das war wohl nichts. Satz mit X, das war wohl nichts. So, dann geh mal okay, du rein. Also ich. Ja, komm, du Schlaumi-Schlumpf. Ich bin Patrick. Wir waren gestern im Museum und da haben wir von einer wandelnden Mumie gehört. Aha. Vielleicht könnte sie diese Geschichte interessieren. Eine wandelnde Mumie? So ein Blödsinn. Verschwinde! Das ist ein harter Brocken. Ein harter Brocken, also? Gut. Wie deine Rechtschreibung, deine Sprachausgabe. Ich bin sehr viel im Internet und habe einen neuen Link für Sensationsnachrichten entdeckt. Irre Dinge gibt's dort zu finden. Das klingt interessant. Bitte kommen Sie mit. Ich habe nur über meinen Taschencomputer Zugang zu der Seite. Aber der funktioniert nur draußen mit Handy und so. In Ordnung. Mit Handy und so. Herr mit dem Tagebuch. Das ist ein Kaffee. Wo ist denn dein? Aha, nee, D, B, A, D, C, D, nee, weg. Raus, ciao. Wo ist denn dieses Tagebuch? Er wird es wohl irgendwo haben. Hm? Ist es das? Ist es das? Nein, oder? Er hat es irgendwo versteckt, oder? Komm. Gib's doch zu, du hast es versteckt. Aha. Sehr geehrter Dr. Lutzinger, ich bin der goldenen Mumie einen Schritt näher. Habe jetzt ein Tagebuch des Forschers, der sie nach Europa gebracht hat. Hoffe... Seht her! Jetzt wird mir einiges klar. Wieso? Wieso sieht her? Wo sehe ich hin? Wo sehe ich denn hin? Was? Also er forscht für Lutzinger. Aha, was ist das? Filmaufnahmen hier, Kamera, offene Filme, die sind jetzt alle kaputt, wenn man die so offen hat. Das läuft danach nicht mehr. Wo ist denn das Tagebuch? Jetzt aber schnell in unser Geheimversteck. Ja, komm, wir klauen das Tagebuch und dann ab ins Geheimversteck. Was kann man denn damit anfangen? Lesen, vielleicht? Lesen, Deutsch, gib's her. Blöder Alte. Wie sie da steht, ich habe ein Buch, aber ich weiß nicht, was man damit macht. Ich erschlag damit immer nur Mücken. Ich habe ein Bügeleisen. Was? Oh, Fingerabdrücke. Hallo, hallo. Hallo? Aha. Montag, 8 Uhr, Besprechung, Raum 032. 14 Uhr, Termin mit Herrn Meier wegen Webseiten. Okay, wichtig, nicht vergessen, hier sind wichtige Termine. Blumen kaufen für Schwiegermutter Uschi. Okay, Mittwoch frei. Überstundenausgleich. Erde von Baumarkt holen, Blumen umtopfen. Und das ist Willi. Okay, eine sehr künstlerische Zeichnung. Das ist ein ganz tolles Tagebuch. Ist das das Tagebuch? Was ist denn das für ein Tagebuch? Wir wollten doch das Mumientagebuch haben, oder? Geschäft ist mit Thomas Brezina. Ja, laber nicht. Wie wichtig. Schreibt er sich da selber rein? Ja. Was macht er denn für Sachen? So, da schreibe ich mich mal selber rein, weil ich so wichtig bin. Da hat er ein Geschäftsessen mit mir. Ich bin nämlich der Autor. Oh Gott, ey. Ach ja, okay, das sind lauter freie Sachen. Mhm. Mit Egon einkaufen für Grillfest. Und dann um 21 Uhr ist Kegelclub. Am Samstag, ich dachte, am Samstag wird Grillfest. Aha. Aha, wieso sieht das hier anders aus auf einmal? Kann ich da bügeln? Kann ich da Fingerabdrücke? Kann ich da scannen? Kommt schon, irgendwas kann ich da doch machen. Was kann man denn damit anfangen? Hä? So, warte mal. Was kann man denn damit anfangen? Ja, die leeren Seiten haben bestimmt eine Geheimschrift. So, habe ich hier irgendwas? Nö, okay, scannen. Habe ich hier irgendwas? Nein. Er hat also keine Fingerabdrücke hinterlassen, als er sein Buch geschrieben hat. Das ist ja sehr interessant. Okay, nix. Ich meine, wenn man Fingerabdruck hinterlässt, dann muss man ja auch irgendwie so was anderes hinterlassen, oder? Also die wichtigen Termine hier, das gibt's ja nicht. Steht ja nur Scheiße drin in diesem wichtigen, das haben wir jetzt geklaut. Wahrscheinlich ist es das Tagebuch von diesem Pressefuzzi. Und nicht, oh! Aha! Da! Es kommt etwas zum Vorschein. Klingt wie ein Code aus Farben.
Okay. Kann ich jetzt bügeln? Nein? Okay. Ein Code aus Farben. Das kann doch nicht alles sein. Was können wir mit dem Tagebuch noch anstellen? Ich wollte es nicht zumachen. Komm, mach mal weiter hier. Wo war ich denn? Ein Farbcode. Genau, so habe ich gescannt, ne? Okay. Kann ich nichts mehr machen, oder? Ne, ist schon fertig hier. Ist schon fertig. Kann ich es noch bügeln? So, schön bügeln. Einmal schön ordentlich drüber bügeln hier. Okay, weiter. Ist da noch was? Nein. Nur der Kegelclub. Hier noch irgendwas? Nein. Und hier? Geheime Botschaften? No. Und hier? Wieso ist denn das so? Wieso liegt das denn hier so komisch auf? Oder ist es dann vorbei? Aha. Aha, was ist denn hier? Was ist denn hier? Eine Kassette. Oh, eine MC. Die hören wir uns an. Wo ist der Rekorder? Ja, hinter dir. Einlegen, schnell. Ja, dann liegt doch ein. Mann, das ist doch euer Versteck. Wo soll ich denn wissen, wo euer verkackter Rekorder ist? Hier oben. Ja, los, play. Der Zugang zur Mumie ist im Museum hinter mir. Wir müssen ins Museum zurück. Heute ist Feiertag. Da stört uns niemand dort. Heute ist Feiertag. Was? Die Presse hat also feiertags auch offen. Na gut, warum nicht? Okay, wir müssen rauf. Und wir müssen hinter seine komische Statue. Dings der, wo war die denn? Nee, da nicht. Wo war die? Wie kommen wir daran? Oder war das unten? Ich weiß nicht mehr, wo seine komische Statue ist, Leute. Oder ist die unten? Ah, nee, ist unten. Oben ist die ägyptische Ausstellung und unten ist der ganze andere Kladderadatsch, oder? Komm, lass mal runtergehen. So, einmal umdrehen. Lass mal hier lang. Ja, genau. So, und jetzt haben wir die Reihenfolge. Haben wir uns gemonitort hier. Ja, das ist mein geheimes Zeichen. Ja, wieso ist das hier? Ach, da. Okay, ich schreib's mir auf. Weil ich das ja drücken muss gleich, ne? Rot, gelb. Und ihr denkt euch so, hä, schreibt sich das auf? Oder kein Handy? Ey, mach ein Foto. Ich schreib's mir auf. Ich bin oldschool, ja? Gelb, gelb. Ein Klassiker halt eben, ne? Rot, grün und grün. Wobei das da, das G bei grün sehr schlampig geschrieben ist, muss ich sagen. Blau. Okay. So, denn, let's go Mario. Wir drücken auf rot, gelb, grün, gelb, gelb, rot, grün, grün, blau. Eine Geheimtür. Ja, wollte ich auch sagen. Ich wollte so sagen, eine Geheimtür und nicht die Geheimtür, weil die Geheimtür hieße ja, dass sie die ganze Zeit nach einer Geheimtür gesucht haben. Haben sie aber gar nicht. Die machen nur Scheiße den ganzen Tag. Diese verdammten Detektive hier. Boah, ich bin froh, wenn wir wieder TKG spielen. So. Mensch, ist das dunkel hier. Oh mein Gott. Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist ja abgefahren. Warum hat Mist, die Taschenlampe geht nicht. Sie geht doch. Ich glaube, die Batterien sind leer. Ach. Okay. Ich habe nur noch ein paar Streichhölzer. Wir müssen aber sehr sparsam damit umgehen. Es sind nur noch 5. Okay, Boy. Machen wir. Dann zünde eines an. Wir sehen uns den Raum an und gehen dann im Dunkeln durch. Man sieht doch alles. Ach so. Achtung, ich zünde eines an. Ja, zünd an. Komischer Boden. Auf einige dieser Steine würde ich aber nicht treten. Ja, und wie? Wow. Ja, und ach, ich muss... Wie sollen wir gehen? So ein Mist. Weg von da! Da hätten wir lieber nicht hintreten sollen. Oh Gott. Nächster Versuch. Boah, so eine Bärenfalle, ey. Dem hat jetzt voll die Füße weggebrokt, Alter. Das ist ja wirklich crazy, ey.
Also das sind ja ganz schön martialische Maßnahmen hier, die dieser Dr. Eisvogel da... Der hatte ja wohl einen Eisvogel. An. Komischer Boden. Auf einige dieser Steine würde ich aber nicht treten. Ja, meinst du? Biggie ist ganz schön ängstlich. Ach, das sind immer andere. Wie sollen wir gehen? Wo erkenne ich denn jetzt eine Falle? Ach so, das war da gekennzeichnet irgendwie, ne? So. Von da. Oh Gott, er ist ins Wasser gefahren. Wir lieber nicht hintreten sollen. Oh nein, ich hab's mir fotografiert. Ich hab mich verdrückt. Sobald es ja... Achtung! Kann sich kein Mensch merken. Eines an. Ey, wie haben die das denn damals gemacht? Auf einige dieser Steine würde ich aber nicht treten. Da hatten sie ja dann kein Foto da. Ja gut, die haben dann mehrere angezündet, ne? Also hoch und dann viermal rechts. Hoch, hoch. Wie sollen wir gehen? Gut, man hätte sich's aufschreiben können, ne? Mit hoch, hoch und so. Hoch, hoch. Eins, zwei, drei, vier, rechts. Ein nach oben, 1, 2, 3 rechts, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nach oben, ein links, ein oben, 2 links, 1, 2, 3, links, links, rein. Uff, wir sind drüben. Sehr geil. Mist, zu! Wie sollen wir da bloß durchkommen? Hier ist ein Knopf, drück da mal drauf. Ja, was seid ihr denn für Ekelhafte? Was ist denn das? Was ist das denn für ein Mechanismus? Hä? Nasenbär, da musst du ran. Du bist doch unser Tüftler. Ist das so? Ich bin Tüftler? Seit wann? Ach ja. So. Okay, also, wir müssen von hier darüber, ne? Das heißt, wir müssen... Achso, das funktioniert ja wieder nicht. Groß. Ne, greift nicht ineinander. Hier, so, oder? Das stimmt schon mal. Okay, also ich muss jetzt hier so lange rumprobieren, bis das ineinander greift. Oh, ich phase es nicht. Okay, wieder groß. Was ist denn, wie groß ist denn Mittel? Nee. So. So. Ne, groß. Nee, das passt auch nicht. Klein? Nee. Mittel? Hier müssen wir alle? Nee, wir müssen nicht alle hier. Das passt auch nicht. Verdammt. Aha, das passt. Nee, das passt nicht. Kleines vielleicht, hä? Kleines passt auch nicht. Doch, kleines passt. Nein, Mittel passt nicht. Groß? Nein, passt nicht. Das heißt, wir müssen nach oben. Oh Mann. Okay, nein, zu klein. Habe ich keine Musik irgendwie? Warte mal. Ich finde es mit Musik besser. Oh nein, es hat alles entfernt. Scheiße. Okay, gut. Also, groß passt hier. Dann passt Mittel hier. Nee, aber hier. Klein passt da. Dann wieder Mittel. Können wir starten? Ja, Moment, da kann ich ja die vergessen eigentlich. Wenn das hier schon läuft, dann brauche ich ja nur hier machen. So. Nee, das geht nicht. Okay, dann brauche ich das nicht. Nee. Er ist ja wieder ganz verreckt hier. Okay. Nee, ich bin nicht sicher, ob ich das gut finde, Leute. Muss ich vielleicht hier runter? Muss ich hier? Muss ich da unten lang? Ich weiß nicht, ob es eine Vorgabe gibt. Muss ich jetzt hier so lange rumprobieren, bis ich irgendwas gebaut habe oder was? Das ist ja schon wieder ganz fantastisch. Okay. Nee. Ja, die sind doch, die überlappen doch. Das funktioniert doch nie. Also ich weiß nicht, ob das... Ich habe auch gar keinen
gar keine Info, ob die jetzt greifen oder nicht. Ich meine, er platziert sie halt einfach, ne? Was, ich meine. Wahrscheinlich muss ich schon so einmal komplett irgendwie rum. Ich denke, dass das schon so gewollt ist, ne? Können wir mal da zwei große. Aber das ist zu groß. Das wird nix. Das ist zu klein. Ich komme gar nicht rüber. Was hier? Ja komm, wir setzen einfach mal überall was drauf, oder wie? Komm, nehmen wir den hier. Nee, das kann nicht sein. Das kann auch nicht sein. Das kann eigentlich auch nicht sein. Das kann schon eher sein. Das kann auch sein. Hier brauche ich ein großes. Oh, das ist nervig. Ja, ja, geniale Rätsel damals immer in diesen Spielen, ne? Und woher weiß ich denn, wann es losgeht? Das könnte jetzt schon rein theoretisch funktionieren. Oder nicht? Oder wie, oder was? Oh, ist das nervig. Okay. Ja, nein, ich weiß nicht. Die müssen wahrscheinlich ganz genau aufeinander passen. Da geht nur eine ganz bestimmte Kombination wahrscheinlich. Oder müssen die alle belegt sein? Nee, sie dürfen sich wahrscheinlich nicht überlappen. Okay, komm. Alles wieder weg. Das sieht aber schon mal ganz richtig aus hier. Also sie dürfen sich, denke ich mal, nicht überlappen, weil sonst könnten wir überall was reinballern. Und wir haben ja keinen Startmechanismus. Das heißt, das Spiel erkennt erst, wenn die tatsächlich richtige Kombination gebaut ist, dass wir so vielleicht, so, hä? Kann das sein? Pass auf, wenn das hier so runter geht. Weil hier, das ist komisch, diese Linie hier. So kann auch sein. So. Oder irgendwie so. Die bauen das ja immer so in so Schlangenlinien oder so ein Kram. Und das greift jetzt schon ineinander, oder nicht? Oder ich weiß ja nicht, ob man dann irgendwie ein Geräusch hört, wenn das passt. Wenn das richtig ist. Was ist denn das für ein Dreck? Ich könnte mich immer aufregen über sowas. Okay, das passt nicht. Das muss perfekt ineinander passen, denke ich mal. Ja, meinetwegen. Dann darf man jetzt so lange rumprobieren, bis man eine... Ja, ist es überlappend oder ist es nicht überlappend? Ja, es überlappt schon, gell? Ach, Mann. Okay, es darf nicht überlappen. Was ist denn hier hoch? Ah ja, das scheint zu passen da oben. Hat das überlappt? Das scheint zu passen. Ja, okay, scheint zu passen. Ja, passt auch. Jo, passt auch. Dann ist der hier eigentlich unnötig. Ja, passt auch. Okay, okay. Das überlappt. Ja, das passt. Ich denke, das ist gemeint mit passt. Das heißt, das ist so ein ganz kleiner Zwischenraum. Okay, ja, passt. Passt nicht. Passt nicht. Passt. Hart angenervt. So, nein, nein. Ja, nein. Okay, also kann immer so testen, wo das passen würde. Und demnach entscheidet sich das dann. Gott, ist die Folge schon lang, ey. Gott, das ist furchtbar. Dann mache ich das mal eben fertig und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin, meine Lieben.